Der frühere Präsident von Simbabwe, Robert Mugabe, ist tot. Er starb im Alter von 95 Jahren, wie Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa via Twitter bekannt gab. Mugabe war im November 2017 nach 37 Jahren Herrschaft von der Armee zum Rücktritt gedrängt worden. Er stand seit der Unabhängigkeit Simbabwes von Großbritannien im Jahr 1980 an der Spitze des Staates. Mit der Zeit wandelte sich seine Herrschaft zunehmend zu einer Art Diktatur. Ihm wurden Korruption und Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Nichtsdestotrotz wurde er von vielen Bürgern stets als mutiger Kämpfer gegen den Kolonialismus und Gründer des modernen Simbabwes gefeiert.